Wie kann man sich vor zu schneller Hautalterung und Faltenbildung schützen? In diesem Video erkläre ich euch, welche Effekte die UVA- und UVB-Strahlung für unsere Haut haben und wie wir den Alterungsprozess da wirklich vermeiden können. Ich freue mich auf das Video, bis gleich. Ja, das sogenannte Photoaging, das heißt die Alterung bedingt durch die UVA- und UVB-Strahlung, ist sehr bedeutend geworden über die letzten Jahre, da das Sonnenbaden wirklich sehr populär ist und jeder gerne braun sein möchte. Dennoch müsst ihr beachten, dass durch die UVA- und UVB-Strahlung der Alterungsprozess der Haut beschleunigt wird. Das liegt daran, dass diese UVA- und UVB-Strahlung freie Radikale erzeugen, das heißt reaktive Moleküle erzeugen, die die DNA schädigen und die Regenerationsfähigkeit der Haut und Stammzellen beeinträchtigen. Ziel ist es also, tatsächlich dem Photoalterungsprozess durch Schutz der Haut vorzubeugen. Tut man das nicht, sind exponierte Areale wie Gesicht, Nase, Ohren, Hände, Dekolleté Areale, die tatsächlich einen schnelleren Alterungsprozess erleben. Das heißt, die elastischen Fasern, der Regenerationsprozess der Haut wird immer weniger und immer schlechter und zudem auch das Krebsrisiko deutlich erhöht in diesen wirklich belasteten Arealen. Es entstehen grobe Falten, Unregelmäßigkeiten der Pigmentierung, möglicherweise Präkanzerosen, das heißt Läsionen auf der Haut, die Vorstufen von Hautkrebs sind, aber auch wirklich erschlaffte Haut und einen wirklich nicht frischen und nicht natürlichen Ausstrahlung. Generell muss man sagen, dass die Hautalterung einhergeht mit wirklich Veränderungen der Verteilung zwischen Kollagen und Elastin in der Haut. Also das Elastin sinkt, die Haut verliert an Volumen und die Elastizität wird wirklich verringert. Es entwickeln sich wirklich feine Linien und Falten. Die Haut verliert zunehmend auch die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern. Die Haut wird trockener, wird unregelmäßiger in der Pigmentierung und es können sich auch wirklich dunkle Flecken entwickeln. Nun, für die Hautalterung sind wirklich grob gesehen zwei Faktoren wichtig. Das ist die innere Hautalterung, das heißt bedingt durch die Genetik, durch die ethnischen Herkünfte. Das heißt, auch im asiatischen Raum wirkt die Haut von den Personen immer jünger, weil das einfach auch genetische Faktoren hat. Aber auch die Nahrungsstoffe und Dinge, die wir zu uns nehmen, können den Hautalterungsprozess beschleunigen. Die äußere Hautalterung ist bedingt durch zum Beispiel die UVA- und UVB-Strahlung und bedingt dadurch einen schnelleren Alterungsprozess. Vor allem ist wirklich die UVA- und UVB-Strahlung zu nennen. Diese unterschiedlichen Strahlungen können die Haut in unterschiedlicher Art und Weise schädigen. Wirklich 90% der äußeren Hautalterung ist bedingt durch diese Strahlung der UVA- und UVB-Strahlung. Man kann sich davor schützen. Empfehlungen der dermatologischen Gesellschaften sagen, dass man mindestens einen 50er-Schutz auftragen soll. Diese Empfehlungen können sich ab und zu mal ändern, da sollte man regelmäßig mal reinschauen. Generell muss man aber auf seinen eigenen Körper achten. Man sollte Sonnenbrände wirklich vermeiden. Ein zu langes Sonnenbaden ist wirklich ungesund und sollte nicht durchgeführt werden. Wenn alles nichts hilft, hilft wirklich die plastische Chirurgie. Wir können viele Sachen wiederherstellen. Auch im Bereich der Hautalterung gibt es chirurgische Methoden, wie man die Hautstraffung wiederherstellen kann. Im Gesicht sind das beispielsweise Facelifts oder auch Botox- und Hyaluronsäurebehandlung. Dazu haben wir wirklich viele Videos gedreht. Schaut euch diese Videos an. Generell hilft Botox, aber man sollte nicht vergessen, dass wirklich die Schädigung, die die Haut wirklich erfährt, durch die Strahlung mit Botox auch nicht aufzuheben sind, sondern man retuschiert es und wird für eine gewisse Zeit lang diese Falten nicht so extrem sehen können. Dennoch achtet darauf, die Haut ist wichtig. Bis zum nächsten Video, euer Dr. Alavi.